Habt ihr das gesehen? Und er trinkt schon wieder die Scheiße, das gibt's doch nicht. Da. Jetzt habt das. Bike ist schon wieder high wie Harry. Hey, ich bin's euer Rindl und willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins! Es ist schon ewig her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Dafür erstmal Entschuldigung. Aber wir machen heute weiter mit der Story. Wir waren das letzte Mal noch in der Pyramide von Cheops, oder wie auch immer, und haben die Hyäne gesucht und auch gefunden mittlerweile. Die ist jetzt nur wieder auf der Flucht und ja, wir suchen die jetzt mal. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Moment, hier vor. Das Ganze habe ich das letzte Mal abgescannt. Hier war ja diese Illusion oder diese Vision, keine Ahnung. Illusion sage ich, Vision habe ich gemeint. Und anscheinend hat Bike irgendwas aus der Zukunft gesehen. Wir wissen noch nicht genau, was das alles zu bedeuten hat, aber lassen uns überraschen. So, die Hede stellt uns doch bestimmt jetzt irgendeine Falle. Ich habe mittlerweile ein wenig an meinem Setup hier rumgebastelt noch und das Büro ein kleines bisschen ausgebaut. Oh, was ist das hier? Okay. Bayek, viel schlau. Und ja, ich habe ein bisschen an der Belichtung gearbeitet. Ich hoffe, das haut jetzt auch in dem Greenscreen endlich mal richtig gut hin. Und tonmäßig auch ein bisschen, ja. Tonmäßig habe ich was für euch bearbeitet. Und natürlich ganz, ganz neu. Oh, was ist jetzt überhaupt los? Okay. Und ganz aktuell ist, ich habe mir Photoshop zugelegt. Du bist nicht besser als all die anderen, die vor dir kamen. Wow! Wow! Du Blöde! Ich brenne, scheiße! Ich will jetzt versuchen, mal richtig coole Thumbnails zu erstellen. Denn das Programm, das ich bis jetzt benutzt habe, das war snapper.com. Da könnt ihr ja mal schauen, wenn ihr selbst irgendwie thumbnailmäßig irgendwie interessiert seid. Da hat man nur 10 kostenlose Thumbnails, die man sich runterladen kann. Alles andere geht über Gebühr. Und das kostet dann 10 Euro im Monat. Und Photoshop kostet 12 Euro im Monat. Also habe ich mir wohl die bessere Alternative wahrscheinlich ausgesucht und habe gesagt, hier, ich nehme Adobe Photoshop. Und ja, damit will ich dann in Zukunft mal versuchen, mir die Thumbnails zu erstellen. Was vielleicht am Anfang sehr kompliziert ist, aber es gibt ja so viele YouTube-Tutorials und so weiter. Das kriegen wir schon hin. Heute wird wahrscheinlich auch das erste sein, das ihr seht davon. Ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt mir ja mal ein bisschen Kritik geben, Thumbnails und so weiter. Wenn euch überhaupt irgendwas nicht passt, das muss ich überhaupt mal wissen. So, bin jetzt ruhig. Alles gut. Wow! Okay. Chaliset. Chaliset heißt sie. Die Hyäne. Ah, die ist jetzt irgendwo da hinten. Soll ich jetzt darüber laufen oder? Wow! Chaliset. Die Sau. Boah, den Lebensbalken. Wenn ich mal meinen angucke, das ist ein Witz. Chaliset, wo bist du? Oh! Warte mal ab hier. Ah, das ist gut. Mit 4 kann ich richtig gut ausweisen. Hathor, schütze mich vor diesem Ketzer. Da! Ich komme nur wegen Warum dir, Hyäne. Die Götter haben nichts damit zu tun. Yes! Ah, das war doch ein Kopfschuss. Und nur so wenig ziehe ich ab. Die ist doch irgendein Geist oder irgendwas anderes. Du bist in Esches Ruhestätte eingedrungen, irgendein ein Untier, ein Unterweltler. Und nun kennst du das Schicksal aller anderen Eindringlinge. Den Tod durch meine Hand. Alter, kann richtig gut schießen, doch. Das ist das Unmögliche, Chaliset. Keine Magie der Welt kann unsere Kinder zurückbringen. Oh, da liegt da ein Schild. Nee, doch nicht. Wow. Komm jetzt die Pfeile her. Die ist so schnell, die alte. Au! Ich hoffe, Senu ist in Sicherheit. Guck da mal. Die hat einen Totenschädel. Das ist überhaupt nicht gut. Wir müssen hier weg. So, wo ist. Wo hat sich jetzt die alte versteckt? Hier. Au! Da, warte mal ab. Da! Hier. Wow!
Sehe ich die? Kann ich die überhaupt sehen? Ich würde mich ja irgendwie gern an die Rand schleichen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die ist mir immer einen Schritt voraus. Da, seht ihr das? Ich schieße mit brennenden Pfeilen und nicht hier mit meinen lausigen Steinpfeilen oder was auch immer Pfeilen. Oh! Ich kann sie nicht sehen, ich kann sie nicht sehen. Wie soll ich die besiegen, bitte? Ah, da oben ist er. Da oben ist er. Ha! Jetzt kam er! Und... Du besiegst mich nicht mehr, Jai! Komm und stell dich mir! Wie hat die bitte... Moment, wie kann ich das auch selbst machen? Ah, okay. Ausweichen und Dreieck ist... Ist meine Hochbombe hier. Pass mal auf. Pass mal auf doch! Wo ist er denn überhaupt? Ich höre irgendwo rechts eine Hyäne. Boah, das sieht ja... Aussehen tut das Ganze... Wow! Mega! Wow, shit! Da guckt's euch an. Wo ist er denn? Die sehen gut aus. Ah! Hab dich! Ha! Hab ich sie überhaupt getroffen? Das und das und noch einer. Bam! Yes! Jetzt muss ich den Tod bestätigen oder was? Gehen wir mal runter. Hallo! Oh, sieht gar nicht mehr so gesund aus. Auf! Oh. Schon gedacht. Wandle ich nun unter den Toten? Jo, könnte man so sagen. Ein gerechtes Ende. Du hast die Toten geschändet und den Mördern meines Sohnes geholfen. Alles aus reiner Selbstsucht. Nein. Das Kieselglas sammelte ich für sie. Es erweckt den magischen Stein derer, die vor uns kamen. Hä? Du hast ihn gesehen, oder? Nur die Sprache musste noch gelernt werden. Ah, stimmt. Für uns bestimmt. Das macht nun keinen Unterschied mehr. Die haben ja so lustig gesprochen. Ich wollte meine Tochter beschützen. Im Leben und im Tod. Ich habe versagt. Das kann man wohl so sagen. Osiris! Führ uns wieder zusammen! Uh-oh. Sie ist allein im Gefilde der Binsen. Muss ich auf ewig in der Duat verbleiben? Uh-oh. Oh. Ich will nur meine Tochter zurück! Shit! Ich glaube, die sieht sie nie wieder. Oder Bike, was sagst du? Wie sagt er immer? Die Duat erwartet dich oder so? Keine Ahnung. Aber wir sind wieder da. Hyäne Kalisset ist tot. Woo! Okay. Wieder ein Schritt näher. Mögest du deine Tochter im Jenseits finden, Harlyset. Möge der Fürst der Duat dich leiten. Stufe 21. Prüfung des Sobek. Halten zu verfolgen. Ich habe gerade eben gesehen, es gibt irgendein Event momentan. Vielleicht ist das ja in den Zielen irgendwo dargestellt. Gucken wir mal. Quests hier. Ereignisse. Ah, das ist vielleicht hier das. Prüfung des Sobek. Stufe 40. Boah. Ich habe auf jeden Fall gesehen, da kriegt man richtig coole Sachen. Aber wir sind noch nicht so weit. Naja, wir machen mal weiter mit... Moment, ich sortiere die mal nach Stufe. Ja, sortiert nach Stufe. Bikes versprechen, das sind ja diese Sternbilder. Und wir sind jetzt weiter... Nein, in der Hauptquest wollte ich eigentlich weitermachen. Die Maske der Echse. Das heißt, die Hyäne haben wir jetzt abgehakt. Wir gehen jetzt an den nächsten. Gut. Habt ihr das gesehen? Wo einfach so ein Fisch in der Wüste? What the fuck? Ist er vom Himmel gefallen? Da ist eben noch ein Typ vorbeigelaufen, aber der hat doch gar nichts damit zu tun gehabt. Naja, ich mach mal weiter. Gut, okay. Memphis. Eine schöne Stadt.
Aber sie riecht wie ein Schlachtfeld. Oder ein Grab. Ja. Meine ich auch. Unser Ziel ist da drin, das weiß ich nur nicht. Wenn ich da reingehe, die zwei Kollegen hier, ob die so freundlich sind oder... Ja, darf ich da durch, ja? Okay, gut, alles klar. Er hat mich nie gesehen. Gut. Irgendwo muss jetzt... Okay. Gesangsunterricht. Fehlanzeige. Irgendwo rennt hier jetzt dieser Typ rum. Pasche rennt Ptah. Im großen Tempel des Ptah. So, der muss jetzt hier irgendwo sein. Ah. Hallo. Oh, war das Kleopatra? Kleopatra. Vielleicht fehlt noch ein Teil des Rituals. Ich will nichts mehr davon hören. Ah, nee. Glaube mir bitte, wenn unser Kind stirbt, sterbe ich. Nein, mein Lotus, sag bitte nicht sowas. Ich suche jetzt den Seher auf. Jetzt lass mich in Ruhe. Bitte. Sprich mit mir. Alles wird besser. Oh. Ist aber mächtig angepisst. Ach, Bayek. Tut mir leid, ich, Ich muss erst Beef machen. Nach der Echse. Ein paar Patties. Die Echse. Eine weitere Plage für Memphis. Diese Stadt verwelkte unter einem finsteren Fluch. Au. Krankheit, Pestilenz, in der Luft der giftige Gestank. Die Echse. Das ist also unser Freund. Er war so krank, dass er fast starb. Die Götter haben uns verlassen. Die Menschen erwarten Antworten von mir, aber ich bin doch genauso ratlos. Oh oh. Pasch! Wow. Apis, wie haben wir dich nur erzürnt? Pasch! Der Gib ihm Futter oder mein so, Mensch. Haus. Meine Frau Timotep hatte bereits 3 Fehlgeburten in diesem Jahr. Sie ist wieder schwanger, aber wenn sie das 4. verliert. Oh. Ich sehe mir den Fluch mal an. Ja, der Seher meiner genau. Frau kann helfen. Sein Haus liegt im Südwesten. Wenn die Götter verantwortlich sind, knie ich neben dir und erwarte ihren Richterspruch. Ja, ihr bleibt genau da. Wir regeln das. Erreiche das Haus des Seers und sprich mit Timehotep. Timehotep! Ich finde das irgendwie cool, so mit dem Mystischen, mit dem Fluch und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass ein Fluch dahinter steckt. Da muss irgendwas anderes sein. Ui! Guck das mal an, wie badass der ist, ne? Der rutscht da runter mit den Händen. Der Ela nimmt wenigstens den Bogen. Das hätte er ja auch nehmen können, aber... Ubisoft sagt nein. Herr Bayek, der ist so übel drauf. Der nimmt die bloßen Hände. Also, ich soll einen Zauber wirken, damit du eine Vision bekommst. Wir sind richtig. Ja, weiser Mann. Das ist gut. Auf diese Art wirst du viele verborgene Zeit. Mist! Ah! Wachse, o oh Licht! Oh. Tritt hervor, o oh Licht! Oh! Da ist ja die Frau. Mein Kind! Oh. Ihr solltet nicht so rumtanzen mit einer Schwangeren. Das ist das Problem. Endlich bist du gekommen. Wer ist dieser Mann? Er ist unser Erlöser. Oh. Seit vielen Jahren warte ich auf ihn. Der hat mich schon nicht mal gesehen, ne? Schnell! Ich weiß das schon. Hilf mir, mein Kind im Traum vor dem Tod zu schützen. Boah, seid ihr alle durchgeknallt oder was? Lasst uns das Ritual fortsetzen.
Bring mir den Kessel. Ich bin der Meister der geheimen Dinge. Die Form der Seele, die im Himmel ruht. What? Ich bin ja, der Diener ist okay, des großen ist okay. Ich bring dir deinen blöden Kessel. Der uns Licht im Überfluss spendet. Was will er machen, ich da reinkacken? Der Gefährte der Flamme in die... Hier, da, hast du. Uh-oh. Zobdet, zeige dich hier und heute und antworte mir ohne Lug und Trug. Lass dir die Augen öffnen. Alles okay so, mir geht's gut. Bar jeder Nässe. Tritt hervor aus dem Strom. Zobdet, öffne ihnen die Augen. Oh. Lass dir die Augen öffnen. Oh. Und er trinkt schon wieder die Scheiße, das gibt's doch nicht. Da. Jetzt habt das. Bike ist schon wieder high wie Harry. Berge von Sand. Oh. Was ist jetzt passiert? Oh ja, am besten kommst du her. Nee, geh lieber. Oh. Was ist das für ein gottverlassener Ort? Damn, was ist hier passiert? Das ist doch der Priester von eben, oder? Ist da jemand? Das ist ein Kackpott. Was ist das? Und das? Eine Art Gruft? Ah, oh, das sind die zwei Damen? Eine ich Dame. Muss in Bewegung bleiben. Sonst verschlingt mich die Wüste. Ja, ja, okay, ich gehe ja schon. Strange. Strange. Vielleicht bekämpfen wir jetzt den Fluch hier, oder was? Hallo? Ist da jemand? Ich sollte zu diesen Feuern gehen. Wir sind doch da, Mensch. Ich muss in Bewegung bleiben, sonst verschlingt mich die Wüste. Ich beeil mich ja schon. Oh, ich habe irgendwas gehört links. Oh. What? Okay, wir sind in irgendeiner Gruft. Yo! Pyramide oder so irgendwas. Es hört sich an, als ob jemand flüstert hier. Ekelhaft. Oh, ihr Torwächter, die ihr die Pforten bewacht, die ihr Seelen fresst und auch die Körper der Toten verschlingt. Ja? Welche Reise liegt hinter mir? Was habe ich alles gesehen? Zu viel. Ich bin nur einer von euch. Da vorne ist jemand. So, jetzt bin ich mal gespannt, wer das ist hier. Bin ich das? Jo, das ist Bayek Number 2. Oh oh. Das ist der falsche Bayek. Okay, also hier geht eine ganz große Scheiße ab hier. Oh, shit. Ist okay, ich geh wieder. Nein! Was macht der? Oh. Jo. Was war das? Geil!
Guck mal, er lebt sich gleich voll rein hier. Der coolste Assassine überhaupt. Ist das geil. Anubis, Herr der Toten. Hat mich dieser alte Narr vergiftet. Was zur Hölle? Das heißt, ich, ich kämpfe mir jetzt meinen Weg wieder frei aus. Oh, hab ich ihn getroffen? Ja. Neck. Gift. Ja, okay, ich gehe ja schon. Mein Herz wirst du nicht verschlingen. Wo ist die Schlange? Das macht überhaupt nichts. Ich muss mir irgendwas anderes einfallen lassen. Apophis ist verletzt. Ja, aber... Apophis heißt das Ding. Ich nehme den Bogen. Ich fege den Himmel damit. Uah! Uah! Hey, beschütze mich. Ich sehe dort hinten eine Spur im Wasser. Aber ich bin mir jetzt... Ja, doch, das ist es. Wow! Shit! Ich bin der, der die Kordel bindet und der den Schrein versiegelt. Ja, dann steh doch auf. Ich bin der, der den Vernichter zurückschlagen wird. Er wird schwächer. Ja, aber nur ein bisschen. Wir kitzeln den bloß. Ich Idiot spann die ganze Zeit den Bogen. Volle Möhre. Wow! Aber kann ich immer so kurz draufkippen und dann schießt er schneller. Ich fege den Himmel damit! Ja, das wissen wir schon. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Kann ich hier hoch? Nee. Ich muss hier bleiben. Oh! Wow! Fuck! Das war... Mein Herz wirst du nicht verschlingen! Uff! Das war ein super smooth Power Move. Da ist er, da ist er. Nein! Oh, Mist! Yes! Ich hab dem Ding noch nicht alles abgezogen, also. Wow! Wir sind noch nicht ganz durch. Wo ist er? Oh shit, es geht weiter. Okay, da kommt er. Ich bin die Große in seinem Auge. Wow. Yes. Boah, das war ein richtig guter Treffer. Oh, der nicht. Und der auch nicht. Oh, da ist er. Bam. Friss. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ja, da haben die sich also Gift reingezogen hier und haben gedacht. Und haben gedacht. Das hilft der alten Tante, das Kind zu gebären. Oh! Das war aber. Das war wohl aber nicht so. Kehre zum Meer des Chaos zurück! Oh shit! Oh shit! Bayek! Bayek, was sind. Oh! Oh shit! Sieht überhaupt nicht gut aus, Bayek. Wir müssen hier weg. Ich gehe nicht in das Tal der Dunkelheit. Au. Au, snap. Ja, noch. Mich bekommst du nicht, Vernichter. Ein guter Treffer. Da. Nee. Noch ein paar gute Treffer. Yes. Komm. Ah, verdammt. Oh. Ich werde dich vernichten! Yes! Yes! Wir haben's! Sehr gut! Bam! Stirb! Oh. No! Bayek, ich hoffe, du hast gut geübt bei den Perlentauchern. Oh. Hä?
okay, besser. Was ist das jetzt? Gibt's doch diese Boxen mit den Kurbeln an der Seite, oder? Wo dann der Clown rausspringt. Ist das sowas? Nee, das ist nicht. Alles gut. Da ist wohl der gute Shit drin. Das Herz? Ja. Das war aber ziemlich klein. Papa? Das war gar nichts. Seht denn da hinten? Warte mal, ich hol dich. Rotzlöffel, wo ist er denn? Ah. Vater! Der haut ja immer wieder ab. War ja klar, war ja klar. Der Bike, der träumt noch. Hey! Hey, ich zeig dir mal einen richtigen Osterhasen. Was siehst du? Oder so. Was ich sehe? Du siehst gleich meine flache Hand, mein Freund. Sieh nur, Papo! Ich bin der große Jäger Orion! Absolut. Absolut. Okay. Sind wir jetzt tot und das Spiel ist vorbei, oder was? Das wär's jetzt. Ah, da ist er ja wieder. Hey! Sie sind zurück. Sicher vor dem, der ihre Augen im Dunkeln schließt. Boah, da spielt er wieder Kotze. Was siehst du? Dein Feind und der Ihre sind derselbe. Lehne das Essen im Tempel ab. Er, der es macht, vergiftet deinen Leib mit dem Fleisch der Toten. Geh und erschlage den Frevler und erlöse Memphis von dem Bösen. Okay. Was habe ich damit gemeint? Also, dass ich den Auftrag gepriesen sei, der uns alle erlösen wird. Ja, genau, mache ich. Alles klar. Hopp, tschüss, auf Wiedersehen. Gute Reise. Okay, so wie es aussieht, haben wir jetzt doch ein Ziel. Und ich lag falsch, dass dieser Schamane hier die Dame vergiftet hat. Und der hat das auch gesehen anscheinend. Und die Leute im Tempel scheinen uns irgendwie hier, oder ihr, oh! Gift einzuflößen, wollte ich sagen. Eier! Da steht einfach die Eier. Mein Liebster. Geht es dir gut? Viel besser, wenn ich dein Gesicht sehe. Oh ja. Okay, wir wissen ja, was jetzt passiert. Können wir das jetzt einfach schneiden? Da ist etwas Fremdes in deinen Augen. Was beschäftigt dich? Träume. Von unserem Sohn. Ayak. Die Frau des Hohepriesters wurde vergiftet. Ihr Seher behauptet, dass der Giftmischer unser Feind ist. Die Echse? Ich glaube schon. Der Apis-Stier steht auch an der Schwelle des Todes. Gehen wir zum Tempel. Unterwegs sprechen wir über deine Träume.
Komm, mit dem Boot geht es schneller. Okay. Also, okay. Wie fühlt es sich an, der Magi von ganz Ägypten zu sein? Manchmal ist es wie einen Ameisenhaufen zu hüten. Aber ich bin stolz, den Bedürftigen zu helfen. Das bin ich auch. Ja. Und stolz, der Königin zu dienen. Hast du den Hohepriester gesprochen? Ja, vor der Ankunft der Königin. Sie kommt nach Memphis? Ja. Die verbannte Herrscherin kommt ins Herz des alten Ägyptens. Das wird dem jungen Ptolemäus nicht entgehen. Mhm. Mein Herz springt vor Freude, dich zu sehen, Bayek. Ah ja. Du bist der einzige Lichtblick in meinem Leben. Ich will dich wieder an meiner Seite. Ich hoffe. Ich bin an den Dienst der Königin gebunden. Und unser Bund? Bedeutet so viel wie immer. Aber wir kennen die Taten des Ordens. Ja, okay, alles easy. Bekämpfen wir ihn Schulter an Schulter. Ich gab der Königin mein Wort. Was tat sie für dich, das ich nicht auch tat? Sie hebt meinen Blick zum Horizont. Ich werde unseren Verlust immer betrauern. Das kann ich auch machen. Doch ich muss eine Welt schaffen, die größer ist als unser Schmerz. Auf das keine Mutter mehr durchmachen muss, was ich erlebt habe. Wenn ich die Echse getötet habe. Wenn du die Echse getötet hast, verlasse ich Memphis. Dann folge ich dir. Lass uns gemeinsam jagen, so wie früher. Yeah. Du sprachst von beunruhigenden Träumen. Willst du mir von ihnen erzählen? Nein. Nein. Ich möchte dich nicht belasten. Irgendwann müssen wir darüber reden. Wenn der Sand sich legt. Mit Sicherheit. Wenn der Sand sich legt. Wann wird das sein? Bald, hoffe ich. Ich hoffe es auch. So, okay, wenn die beiden jetzt fertig gelabert haben, dann beende ich jetzt auch die Episode. Denn wir sind jetzt schon wieder drüber. Ah, okay. Wir machen das nächste Mal weiter. Ich versuche jetzt mal mit Photoshop ein Thumbnail zu erstellen. Das wird wahrscheinlich sehr lange dauern, aber da kann ich die Zeit während des Exports benutzen. Und zwar produktiv. Wir machen dann das nächste Mal auch mit Horizon weiter. Jetzt muss ich gerade gucken, was hier passiert. Aber ist alles okay? Mit Horizon weiter, weil ich glaube, bei Horizon nähern wir uns jetzt wirklich langsam dem Ende. Und werden dann die Assassin's Creed Story weiter durchflügen. Wir müssen da durch jetzt endlich mal hier. Es wird Zeit. Ich weiß nicht, was an Spielen jetzt momentan so angesagt ist. Aber ich will versuchen, dass ich auch mal ein paar PC-Gameplays rausbringe. Und da werde ich mich jetzt momentan vielleicht auf die Five Nights at Freddy's Serie konzentrieren. Ihr könnt ja mal googeln, was das ist. Das ist mega lustig, Horror. Und ich gucke, dass ich vielleicht für die kommende Zeit, wenn Horizon dann auch fertig ist, das dann für euch im Programm habe. Also, es gibt kleine Schockermomente und wieder ein Ralf oder ein Rilwe, der sich in die Hose scheißt. Seid dabei. Und ich danke euch für heute, fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann, wie immer, im nächsten Video.